Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Fiesta Online Video auf dem Server Easel. Heute geht es mal wieder darum, dass ich mir die An- und Verkaufsstände von Uruga und Eldarin anschaue, ja, die Marktlage ein bisschen bewerte und eventuell gleich das ein oder andere Schnäppchen mitnehme. Es gibt wieder ganz tolle generelle Fiesta Online Neuigkeiten, viel frischer Wind. Ein neues Kapitel, ein Fiesta Online 2.0 sozusagen. Ja, es soll sich vieles verändern am Spiel. Ich würde euch wirklich empfehlen, jetzt mal ins Forum zu schauen. Also kurz gesagt, soll sich vieles verbessern einfach, ja. Dazu gibt es auch ganz besonders zwei Events, die mir ins Auge gefallen sind. Bei dem einen gibt es einfach mal die Belohnung, dass man sich ein permanentes Item nach Wahl aussuchen darf. Ja, das findet ihr beides unter Isias Kolosseum. Die generellen wichtigen Neuigkeiten sind, glaube ich, unter allgemeine Neuigkeiten oder so. Mal wieder meine Foren-Infos, falls ihr das selbst nicht aktiv nutzt, solltet ihr aber. Und ein weiterer Punkt, also da wird wirklich ganz viel Neues kommen und verbessert werden und so, aber warum ich das sage, ist, es wird wohl noch mehr auf die Community eingegangen. Das heißt, ja, wenn ihr noch nicht geäußert habt, ja, was euch stört, was man eurer Meinung nach verbessern könnte, dann ja, ab ins Forum mit euch. Jetzt ist wohl die beste Zeit. So, ich wollte euch aber auch noch was anderes zeigen. Also, ja, eben habe ich ja nur was erzählt. Ich wollte euch noch eine meiner Investitionen zeigen. Ach so, ja, es gibt so viel zu erklären wieder heute. Ich bin auf meinem Event-Char, den ihr ja schon kennt von dem einen Video, weil meine Jägerin steht gebufft vor dem Drachengrab, also mit dem Clery-Buff und so schon. Und in der Gegend sind nicht so oft Clerys, also ich bin von der Stadt halt dahin gegangen. Und da ich das halt in den nächsten Tagen in Angriff nehmen möchte, die zweite Quest, um genau zu sein, ja, lasse ich die da jetzt in Ruhe mit dem Buff stehen und bin deswegen jetzt hier mit meiner Event-Kreuzritterin und dem Kapital, was ich habe, ja. 4,8 Gem waren es im letzten Video, 3 in diesem. Ja, was ist da passiert? Ich habe mir ein Item gekauft, was ich ziemlich cool fand. Moment. Hier, das kam in so eine Anwesenheitskiste raus. Statlose Flügel, aber davon rede ich nicht. Dieses Zweihandtier war für 2,5 Gem, also dieses 70er Blue 2 plus 12, gab es für 2,5 Gem in einem Shop in Uruga. Ja, ich habe das gesehen und mir hat das einfach so gut gefallen, dass ich mir gekauft habe, obwohl ich jetzt momentan noch keinen Char dafür habe. Ja, mir gefällt die Waffe einfach richtig gut. Ich weiß, dass Zweihänder jetzt nicht unbedingt die beliebteste Waffenart sind. Ja, viele Leute sagen halt, ja, die Axt, oh Gott, eine Axt ist besser, was irgendwo ja auch nachvollziehbar ist. Bloß mir hat dieses Item einfach richtig gut gefallen und ich wollte es haben, so als Sammel-Item momentan. Nutzen möchte ich es natürlich demnächst auch. Also ich mache mir bald einen Char dafür. Beide Sockel, ja, was will man mehr? Das ist auch so eine Sache, wenn man sich den Wert anschaut. 2,5 Gems sind nämlich ein bisschen teuer, ehrlich gesagt. Halt hauptsächlich begründet, weil es ein Zweihand ist. Ich meine, man könnte sagen, dass es so viel wert ist, weil es eben richtig gute Stats hat. Beide Sockel plus 12. Bloß, das erzähle ich euch, weil es eben theoretisch nicht so viele Käufer dafür geben würde, jetzt als wie für eine 70er Blue Axe plus 12 mit den Stats und so weiter. Da würde es endlos viele geben, ja. Das heißt, das Item kann trotzdem so viel wert sein, eben 2,5 Gem. Es würde halt nur deutlich länger dauern, ja, so ein Zweihand zu verkaufen. Wobei ich will es ja nicht mal weiterverkaufen. Das habe ich einfach, ja, habe ich mir einfach geholt, weil es mich wirklich angesprochen hat, als ich das in einem Shop sah. So, jetzt kommen wir aber auch endlich, meine Güte, mal diese langen Einführungen, ja, zu den Items. Die habe ich vorhin schon gesehen, ja, eine 70er Blue Claw plus 10. Vorher war die bei 2,2 Gem und ich dachte, ja, ist interessant. Joker ist immer noch eine der unbeliebtesten Klassen, was die Verteilung oder die Häufigkeit sozusagen anbetrifft. Dennoch haben wir hier eine schöne Waffe vorliegen. Die kann man definitiv für den Preis verkaufen. Oder sagen wir 1,8 bis 2 Gem, aber weiter runter würde ich hier nicht gehen.
Wobei, was, welchen Sockel hat die? Ah, nice. Weil wenn der ein Speed-Sockel drauf gewesen wäre, wäre das so fail, aber sie hat glücklicherweise den Schadensockel von, naja. Ja, fairer Preis, finde ich. Mal ein schönes Pendant zu den tausenden überteuerten Items, die man so sieht. Wie zum Beispiel diese Armbrust hier. Ist das ein Scherz? Ich weiß es nicht. Ebenfalls diese Hose. Ein Gerben für 28 aus auf plus 8. Wie wär's mit? Nein. Die würde ich maximal für 40 bis für 45 Punkt genau verkaufen. Bei 50 würde ich mir schon komisch vorkommen. Selbst wenn 65er Kriegersachen sehr beliebt sind. Also halte ich das für unwahrscheinlich, dass man zumindest einen Gem dafür bekommt. Zu teuer. Wobei, Finos Wut ersten würde ich eher auf 5 bis 8 schätzen, nur spontan. Robo ist definitiv zu teuer. Die Hose ist auch zu teuer, weil Guess fehlt, obwohl es das richtige Set ist. 3 Gold. Ja, sagen, doch, 3 Gold, ja. Ja, den Juwelen-Golem hier halte ich auch für zu teuer. Kann ich aber genau jetzt nicht bestimmen. Hab. Mit Karten beschäftige ich mich ehrlich gesagt ziemlich wenig. Heute hatte ich aber so einen richtig guten Trade. Schön, dass mir das eben wieder eingefallen ist, dass ich das noch erzählen wollte. Nämlich einen 95er Mage-Hut, ja, mit richtig schön aus Guess-Stats, also so 47 Guess, 35 aus. Vom Nest auch noch, ein Nest-Set-Hut, für 7 Gold gekauft, 20 Gold in den Shop gestellt und nach ein paar Stunden verkauft. Das, also 13 Gold bei einem Trade ist natürlich eine Top-Rendite, ja. Besser geht's kaum, also geht natürlich besser, aber da habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Ich verkaufe auch mit einem anderen Char, also nicht auf meiner Jägerin und auch nicht auf meinem Event-Char. Falls ihr euch wundert oder so, ja, weil ehrlich gesagt hat es mich schon ein bisschen genervt ab einem bestimmten Zeitpunkt. Also die Items hier sind alle uninteressant, dass so 10 Leute am Tag irgendwelche random Trash-Items schätzen wollten. Und naja, momentan habe ich meine Ruhe beim Verkaufen, obwohl lustigerweise, ja. Einer hat ist, glaube ich, trotzdem darauf gekommen, dass ich dieser Char bin, obwohl ich niemandem gesagt habe, ja. Ist nur einer meiner Trink-Chars. Ja, das fand ich ziemlich lustig. Derjenige weiß wahrscheinlich, wer das ist. Er heißt wie ein Bossmonster in Fiesta Online, ein Verlies-Bossmonster. Ja, Grüße an dich. So, auf nach Uruga. So, in Uruga angekommen, habe ich mir ein ruhiges Plätzchen gesucht, was für mich schön ist, da ich mich voll und ganz auf die Items konzentrieren kann, aber für die Leute schlecht ist, die sich gerne die vorbeilaufenden Leute in dem Video, in diesen Videos anschauen. Denn hier hoch wird wohl kaum jemand kommen. So, wir fangen bei den teuersten an. Außerdem ist es ziemlich uneffizient, weil falls es hier ein super tolles Item gibt, was Mehrwert ist, dann haben wir einen super langen Weg. Dahin aber, naja. Was soll's. So, ah ja, schöner legendärer Bogen ist schwer, den Wert davon wirklich zu bestimmen bei so einen High-End-Sachen. Ja, das kann beispielsweise hier in dem Fall 15 Gems sein, kann auch 13 sein. Ja, es kommt da auch immer stark auf den Käufer an. Ja, die Sachen gefallen mir auf jeden Fall. Das Hemd hier nicht so. Die Hose ist aber dafür nice. Ja, die beiden Bögen, wie gesagt, auch. Eine Sirenenaxt von Spritzig. Wow, die finde ich für plus 12 für 10 Gem. Richtig günstig, ehrlich gesagt. Ja, ist natürlich auch die Sache, dass es wenig Leute gibt. Jetzt so auf 120, aber trotzdem. Ja, den Preis finde ich gut. Gefällt mir gut ausgewählt. Hier den Preis, der gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Sieht zwar nach einer guten Waffe aus, aber die Verdorbenen, die sind jetzt gar nicht mal so viel besser als die 90er Boss, wirklich. Nur in geringem Maße sogar. Da sie keinen Sockel hat, halte ich es für unwahrscheinlich, dass sie für den Preis gekauft wird. Ich schätze sie auf, halt weil sie trotzdem diesen Farbbonus hat, 3,5 bis 4,5 Jump. Wenn man sich den Farbbonus wegdenken würde, wären es nur so 2,5 bis 3 Jump. Aber an der Mentalität wird sich eben nicht so viel ändern an dieser Farb. Item, Gelb, Rare und so Sache, naja, gut. Nur eine Schnieke, 60er Boss Army plus 12. Gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Beide Sockel. Schönes Item. 4 Gem, maximal trotz, ne, obwohl.
Ja, weil das Aus nicht so insane hoch ist. Da geht nämlich noch einiges mehr. Ja, 3,5 bis 4. Oder 3,3 bis 3,8. Ha. Würde ich die für 4 Gem anbieten? Oh, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich würde die für 3 bis 3,5 anbieten. Jo. Aber wie gesagt, ist ja auch immer nur meine Einschätzung. Oh, die Stats hier sind nett, aber wegen plus 9 und Level 50 ist die hier maximal. Puh, ich muss immer ein bisschen aufpassen. Ein Gem ist. Ist sie überhaupt ein. Doch, doch, ja, klar, wegen Ausgleich schon. 1,5 schätze ich ungefähr wegen plus 9 und Level 50 ist jetzt nicht die beliebteste Waffenart. Man kann sie für 1,5 bis 2 verkaufen, aber dann wartet man. Wobei. Doch, für ein Bienchenschau oder so, stimmt, an die habe ich nicht gedacht. Oh je. Kann man so eine Axt für 3 Gem verkaufen? Also meiner Meinung nach nicht, ja. Nicht, glaub, mit 1,5 bis 2 war ich gar nicht mal so schlecht bedient. Oh, das ist schwierig. Hier ist wieder so ein Abby-Equipment. Kann ich ehrlich gesagt hier gar nicht einschätzen. Hatte ich auch bisher noch nicht verkauft, sondern plus 9 Kette. Bei dem Zeppi fehlt mir das Guess. Zwei Sockel sind nett. Trotzdem, das hier sind maximal 60 bis 12 mit. Ja, die Stats sind nicht schrecklich, aber. Zwei Gems, spontane Einschätzung. Kann aber auch in dem Fall. What? Ach, wieder die Joker-Sache. Ja, weil, wenn man das schon mal verschaut, hier so ein 90er, auch wenn so eine verdorbene ist und dann das, ja, da stimmt irgendwas nicht. Weil die Stats hier auch ziemlich gut sind. Fehlt leider auch der Sockel. Aber der Preis, Moment, was, bei der Army, gut, die Army war plus 10, das nochmal, und hatte keine guten Stats, das ist schon ein Unterschied. Ja, also mindestens 3 Gems sind hier drin, ja. Hier fehlt, ist das, der richtige Sockel. Stats gehen eigentlich. 2,6, 2,5 bis 3 Gems. 95er plus 9 Schmuck muss ich mir auch noch gönnen. Ja, gefällt mir. Gefällt mir, ist aber, glaube ich, für die breite Masse bei dem Preis nicht wirklich erschwinglich. Schätze ich auf maximal. 1,5 bis 1,8 könnten hier schon realistisch sein. 2 gehen eventuell. Halte ich aber für schwierig. Ein schöner Malle-Scharfschützenhut. Der gefällt mir. Oh Mann, ich muss endlich 95 leveln. Schau mal, wie viel man verdienen kann mit dem Malle-Zeug immer noch so. Ja, mindestens ein Gem, das sollte klar sein. Bis 1,5 ist, denke ich mal, auch fair. Oh, hier haben wir einen guten Vergleich zu dem anderen Stab, ja. Ach so, ne, das ist ein Zeppi, aber trotzdem, hier sind die Stats nicht. Wobei, vergleichsweise ist das eigentlich gar nicht mal so, weil das enttäuscht und kontäuscht ehrlich gesagt auch. Die wären praktisch fast gleich gut sogar. Ist dennoch ein bisschen zu teuer. In diesem Fall so. Bienchen. Ah, schade, nur plus 4. Auf plus 9 würde ich es auf 1,5 bis 2 schätzen, auf plus 4 auf 60 Gold. Nein, Moment, nein, niemals, Quatsch. Was habe ich, was sage ich da? Ich lasse mich wieder von den hohen Startpreisen verleiten. Auf plus 4 würde ich auf 20 bis 30, ehrlich gesagt, schätze. Na gut, plus 4 sagen wir 35, ja. Aber ehrlich gesagt, halte ich das für realistisch? Ja, gut, ihr könnt da jetzt gerne mich auch korrigieren, falls ihr da anderer Meinung seid, aber ich. Meine, dass momentan die Bienchenszene nicht allzu hoch ist. Die Schuhe. Boah, die Schuhe sind richtig gut. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis ja ein Traum, wirklich. Hätte ich einen PvP in einem Questkrieger, würde ich die locker kaufen. Oh, die Hose passt auch super. Bei so einem, wenn ihr so ein Item seht, aber das euch jetzt nicht so anspricht, würde ich euch auch mal empfehlen, einfach den Shop anzuschauen. Manchmal übersieht man das hier so in der Übersicht schnell. Mal kann passieren, dann findet man irgendwie so ein richtig gutes Verhältnis, aber halt ein anderes Item, weil das hier ist ein Top-Verhältnis vom Preis-Leistungs-Verhältnis eben.
Gute Schuhe sind immer selten, die könnte man auch bei auf 95 Kunden gerne noch nehmen. Das ist ein Top-Preis. Die Hose ist dafür ein bisschen zu teuer, hier, das sieht man, weil Schuhe haben immer einen extra Bonus, die gibt es selten mit guten Stats. Ne. Aber der Preis ist fair. Bloß, ja, es gibt halt, glaube ich, keine PvP-Quest-Chars so richtig momentan. Von daher, ja. Ja, Preis gefällt mir eigentlich auch für plus 10, Einzelhimmel, Guess Int. Wobei Int auch so ein bisschen täuscht, aber 70 Gold bis Einzelhimmel, na, 80 Gold bis Einzelhimmel sind bei dem Hemd da schon drin. So ähnliche Schuhe habe ich auch im Angebot, sind aber auf meinem Verkaufsschein, deswegen kann ich die gerade nicht zeigen. Die haben 27 Guess und 17 aus, die verkaufe ich für 10 Gold. Habe ich jetzt schon ein paar Tage lang angeboten, wurden noch nicht gekauft, da hier 70 Gold hier viel zu viel. Maximal, hier ist das Verhältnis halt ein bisschen besser, aber trotzdem maximal 25 bis 30, wobei 20 bis 30. Ja, bei Abby Chars ist die Spanne ehrlich gesagt immer ziemlich hoch. Bei den Schuhen ist das ähnlich. Wobei, könnte man die für 30 verkaufen? 20 bis 30. 20 bis 30. Die sind viel zu teuer. Wobei, Waldis gibt es viele, aber die Stats. Gut, Malle Sachen haben immer die nicesten Grundstats, ne? Das stimmt. Und ich finde nicht mehr als 10, aber auch nur dadurch bedingt, dass es wenig davon gibt zurzeit, verkaufen. Ja, die hier sind schon besser, aber eher 15 bis 20. Ja, ist schwer einzuschätzen. Aber ich glaube schon, dass Malle HC-Equipment eigentlich recht. Oder Malle-Equipment halt einfach recht, ja, beliebt ist. Ach, da sehe ich ständig so ein 50 plus 10. Boss 2 ein Schwert mit der Lizenz von meiner Jägerin drauf ist gerade nicht da. Aber es hat mich hier erinnert. Ist zu teuer ein bisschen. Ja, 25 bis. Wobei, nein, nein, das wäre zu wenig. 28 bis 35. Aber die nicht so der Bringer. 20 bis 30. Ha. Nope. Ich glaube, ich muss mich wieder. Bisschen sputen, ja, hab mich hier wieder bei manchen Items ein bisschen aufgehalten. Weil zu teuer bei den Stats. Nette Stats für den 90er Boss haben wir hier, aber ja, wie gesagt, Cleri-Waffen. Die Leute kaufen sie erstaunlicherweise, aber eigentlich erfüllen die keinen großen Zweck. Die hier sind maximal 8 bis 10 Gold, wobei das kommt mir selbst ziemlich hoch vor für die Schuhe. Ist halt immer schwierig, wenn man so einen bestimmten Preis sieht und das dann darin irgendwie. Ja, man denkt halt immer, da kann doch nicht so viel weniger sein, das habe ich auch schon mal gesagt. Ist halt aber oft dann doch so. Das Hemd, das ist so an. Ne, 8 bis 10. Also 6 bis 10. Ne, 8 bis 10. Ja, 8 bis 10. Bei diesem Hemd hier, das sind wieder ein bisschen weniger, das heißt, du, 6 bis 8. Ja, halte ich für realistisch. 100er Set-Teile schaue ich mir in letzter Zeit auch ziemlich gerne an. Da habe ich auch mal, ich glaube, 10 Gold letztens Gewinn gemacht. Oder 20 Gold sogar. Oder 15. Irgendwie so in dem Bereich habe ich Gewinn gemacht bei so einer 100er Waldläuferhose, glaube ich, die 47 aus Guess hatte. Ich jedenfalls recht günstig gekauft und ja, teurer weiterverkauft. War ein nettes Geschäft. So, ha. 6 bis 10. Ja, wieder die Joker-Sache, ne? Joker-Sachen sind nicht so top beliebt. Die sind gar nicht mehr schlecht, weil Mangeset-Sachen sind ultra beliebt. Also der Preis ist nicht schlecht, meine ich. Ja, hier kann man 5 bis 8, denke ich mal, sogar bringen. Ist recht realistisch. Gute Arbeit, Verkäufer dieses Items. Ja, persönlich jetzt, um Gewinn zu holen, haben wir nicht viel bisher gesehen. Ja, keine Ahnung.
Kann auch gar nicht beschreiben. Ich dachte, es gibt immer so eine bestimmte Zeit, ja, vormittags, wenn ich das erste Mal ankomme am Tag, wo ich viel schaue, aber selbst das ist nicht die Regel, ja, nicht der Regelfall, weil manchmal ist das, wenn ich gerade dabei bin, mich erstmal ein bisschen auszuloggen, schaue ich, also wenn ich eine Zeit lang verkauft habe und mich dann, der Preis ist gut, ausloggen möchte, schaue ich dann meistens noch mal so kurz drüber, ein bisschen mehr oder weniger im Schnelldurchlauf, jetzt sogar weniger detailliert als hier. Und dann habe ich, dann finde ich manchmal so mitten nachmittags, mitten am Nachmittag, tolle Redewendung, so richtig viel Zeug, da kaufe ich manchmal dann so 5, 6 Items auf einmal. Ist halt immer auch eine Glückssache, ne? Es kommt halt 100% darauf an, was die Leute so anbieten. Dennoch muss ich sagen, dass ich mich größtenteils mit An- und Verkaufen momentan beschäftige, ja. Ich würde schon sagen, dass ich da ziemlich tief in der detaillierten Materie drin bin. Das macht mir auch ziemlich viel Spaß. Es ist halt so, dass wenn ich jetzt Arbeiten schreibe und so und halt am PC arbeite, dementsprechend lese, irgendwas, was auch immer mache, ja, dann bietet sich das halt an, ne? Nebenbei den Verkaufsstand laufen zu lassen und so. Bereite ich mich praktisch darauf vor, für die Zeiten, wenn ich wieder mehr Zeit habe zum Spielen, dass ich mir dann halt nice Waffen und sowas kaufen kann. So, ich hoffe, euch hat diese Einschätzung gefallen. Ja, diese Neuigkeiten und so weiter. Generell alles einfach. Heute haben wir nichts zum Kaufen gefunden. Muss aber auch nicht immer sein, ne? Ich bin zufrieden mit meinen Gewinnen. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat das gefallen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Hoffen wir, blicken wir der Fiesta Online-Entwicklung positiv, ja, hinzu. Für die Zukunft. Macht's gut, Leute. Bis bald.